Wir sind etwas später im Programm, als Sie vielleicht erwartet hätten. Das liegt natürlich an den aktuellen Ereignissen in London. Und für alle Tischtennis-Fans, DM in Düsseldorf gibt es nach uns, also 16.15 Uhr, noch ein bisschen Geduld. Und hier gleich die deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Frauen. Wir zeigen jetzt schon mal, wer die Favoritinnen sind. Diese drei könnten den Titel unter sich ausmachen. Kim Bui, 28 Jahre alt, ein Wettkampftyp mit viel Ehrgeiz, Ausstrahlung und Erfahrung. Pauline Schäfer, auf dem Schwebebalken gehört die Saarländerin zur Weltspitze. Der Schäfer, ein Seitwärtssalto mit halber Drehung, ist nach ihr benannt. Elisabeth Zeitz, die Queen am Stufenbarren. Bei den Europameisterschaften Ende April im rumänischen Cluj-Napoca gewann sie an ihrem Lieblingsgerät Bronze. Ja, alles bekannte Gesichter aus Rio, wo die deutschen Turnerinnen, nicht nur die Männer, auch die Frauen ziemlich begeistern konnten mit Platz 6 im Team. Also die deutschen Frauen wieder bei den Top-Mannschaften, Nationalmannschaften wieder dabei. Und jetzt werden sie sich fragen, ja, und es gab doch auch die deutschen Medaillen, Bronze am Stufenbahn für diese junge Frau, für die Sophie Schäfer. Genau so ist es. Und da ist sie auch, die Sophie. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Jetzt, wenn sich wirklich die Zuschauer sagen, ja, und das war doch dieses wahnsinnig spannende Duell mit Elisabeth Seitz um die Bronzemedaille am Stufenbarren. Und dann war da dieser tolle Empfang für Sophie Schäfer in Chemnitz, wo sie seit vielen Jahren leben, auch trainieren. Welche Momente davon bleiben wirklich haften? Wahrscheinlich für ein Leben lang, Sophie. Ja, es sind absolut großartige Momente gewesen, als ich nach Hause nach Chemnitz gekommen bin. Und ja, die bleiben auf jeden Fall ein Leben lang haften. Also da waren alle dort, alle Bekannten, alle Freunde und mit denen man die ganzen Jahre auch zusammen trainiert hat. Und dass die einen so herzlich empfangen, das ist was ganz Großes. Ja, jetzt wären Sie hier natürlich auch gerne dabei, haben eben auch schon ein bisschen melancholisch rüber geguckt. Aber Sie sind verletzt, wurden vor 8 Wochen operiert in den USA. Wie geht's Ihnen? Mir geht's großartig. Also ich kann wirklich sagen, die Ärzte sind super zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Und ja, es geht Stück für Stück voran. Und ja, keine Ahnung. Also ich werde jetzt noch nicht irgendwie groß jubeln. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt wieder voll fit werden. Das kann man jetzt noch nicht sagen, das ist noch zu früh. Ich werde auf jeden Fall nach dem Deutschen Turnfest anfangen mit der Reha, also mit richtig Muskelaufbau. Und ich denke, dann wird das Stück für Stück immer weitergehen. Und ja. Jetzt brauchen wir noch einen Tipp natürlich für heute. Der Sophie Schäfer-Tipp für die deutsche Meisterschaft im Mehrkampf. Ja, also ich habe wirklich keinen richtigen Favoriten. Es wird für mich auch sehr spannend werden, weil natürlich die olympischen Turnerinnen natürlich jetzt ein bisschen vielleicht träge sind, wo jetzt diejenigen, die letztes Jahr noch nicht bei uns groß mitgeturnt haben, vielleicht ein bisschen frischer und ein bisschen zackiger. Und ja, ich bin gespannt, vielleicht ob auch eine ehemalige Juniorin jetzt uns zeigen wird, was sie auch so können. Ja, okay, danke. Dann schauen wir jetzt zu, genießen. Ja. Sie auch, liebe Zuschauer, es geht los mit dem Sprung. Gleich 3 Fakten noch zum Sprung und dann meldet sich Ihr Reporter Philipp Sommer. Viel Spaß. Der Sprung, das Gerät der Mutigen. Entschlossenheit, Tempo, Timing sind die Basis für einen guten Sprung. Die Turnerin muss das Brett mittig treffen und sich danach kraftvoll vom Tisch katapultieren. Nur so kann sie ausreichend Höhe gewinnen, um mit möglichst geschlossenen Beinen und eng anliegenden Armen ihre Salti-Umdrehung zu turnen. Und am Ende kontrolliert zu landen, möglichst ohne Ausfallschritt innerhalb der Landezone. Tja, und wir sehen die erste Turnerin in diesem Mehrkampffinale der Frauen. Hier in Berlin, in der Max-Schmeling-Halle, Kim Bui, der Routinier des Teams, aktiven Sprecherin auch. Und für sie der Auftritt hier in Berlin, eben in dieser Halle, etwas ganz Besonderes. Sie hat sie allen ihrer größten Erfolge gefeiert. Die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften im Jahr 2011 ist eine Ecke her. Und sie ist immer noch dabei, zuletzt ganz stark bei Olympia, 13.600. Die erste Wertung bei ihrem Sprung, sehr gute E-Note, das ist die Execution, die Ausführung, die Schwierigkeit des Sprunges. Nicht ganz so hoch, aber da ist sie nicht anders wie die anderen Deutschen, wie Elisabeth Seitz, die an diesem Gerät nicht die absolute Weltspitze repräsentieren. Wenn man auf 4 Geräte schaut, auf den Mehrkampf, da passt das alles. Aber Medaillenchancen
gäbe es in einem internationalen Wettkampf mit diesen Sprüngen nicht. Mit diesem Rondart-Flick-Flack-Salto rückwärts gestreckt mit ganzer Drehung, den Elisabeth Seitz hier zeigt. Guti Probst-Hindermann, ihre Trainerin in Stuttgart im Kunstturnforum, ist zufrieden mit der Ausführung. 4,6, das werden Sie gleich sehen, das ist der D-Wert. Das steht für Difficulty, also die Schwierigkeit. Jedes Element, jeder Sprung hat ja eine Schwierigkeitswertung. Diese ganzen Schwierigkeitswerte werden bei den anderen Geräten außerhalb des Sprungs zusammengezählt. Hier gibt es ja natürlich nur eine Schwierigkeitswertung am Sprung. Die wird addiert mit der Ausführung. Und dann kommt die Note zustande für Elisabeth Seitz. 13,400 beträgt sie, also 2/10 geringer als bei Kim Bull. Michelle Timm ist sowas wie die Herausforderin heute der etablierten. Michelle Timm vom Sportclub Berlin ist übergesiedelt nach Stuttgart, um dort ideale Trainingsbedingungen zu haben, aber auch bei ihrem Liebsten zu sein. Lebt zusammen mit ihrem Freund Marcel Nguyen, dem zweimaligen Silbermedaillengewinner von London, von Olympia. Und Tim zeigt den Überschlag, Salto gestreckt, halbe Drehung, gleicher Schwierigkeitswert wie die Kolleginnen. Musste sich komplett umstellen, nicht nur von zu Hause weg und in eine Wohnung mit dem Freund, wo sie den Haushalt schmeißen muss, so hört man. Sondern auch komplett neues Schulsystem, 11. Klasse. Selina Schwarz. Und 13,500 als in der Mitte von Seitz und Kim Bull. Und Pauline Schäfer. Mit der wollen wir dieses Gerät abschließen. WM-Bronze. Geholt im vorletzten Jahr. Die Saarländerin. Ebenfalls schöner Sprung. Kleiner Hüpfer noch hinten dran. Gleicher Sprung, Überschlag, Salto gestreckt, halbe Drehung, wie eben bei Tim. Trainiert in Chemnitz, schon seit vielen Jahren bei Gabi Frese. Und will hier endlich ihren ersten Mehrkampftitel holen. Hier in Berlin, an den Einzelgeräten hat sie schon einige gesammelt, aber eben im Vierkampf noch nie. Jetzt ist ihre Chance. Und hier wartet sie die mit diesem sauberen Sprung, Pauline Schäfer. Ihre Schwester ist ja auch am Start, Helene Schäfer, die deutsche Jugendmeisterin, Juniorenmeisterin war. Eine, die der die Zukunft gehören könnte. Die Realität gehört noch ihrer Schwester. Pauline Schäfer, 13,550, Platz 2 und alle eng beieinander nach diesem ersten Gerät hier in Berlin. Der Stufenbarren. Das Königsgerät der Turnerinnen. Jede Übung muss aus Umschwüngen, Riesenfelgen und Flugteilen bestehen. Besonders bewertet werden die Flüge. Schwung und Timing entscheiden über eine gute Ausführungsnote, auch um die geforderten Wechsel zwischen den Holmen zu schaffen. Die Wertigkeit der 7 schwersten Elemente plus der Abgang ergeben die Schwierigkeitsnote. Eine gute Ausführung wird abgerundet durch einen Abgang, idealerweise in den sicheren Stand. Der Magnesiaverbrauch in Berlin deutlich erhöht in dieser Woche des Internationalen Deutschen Turnfests. 80.000 Turnerinnen und Turner hier in dieser Woche in der Hauptstadt. Und im Moment gehört die Bühne Elisabeth Seitz. Vierte war sie bei den Olympischen Spielen. 0,033 Punkte vorbei an der Bronzemedaille, die Sophie Scheder dann gewonnen hat. Sie hat ihr Edelmetall geholt in Cluj bei den Europameisterschaften. Mit Bronze in diesem Frühjahr. Die Übung läuft gut durch. Jetzt hat sie einen Fehler drin. Muss ein bisschen korrigieren. Dann der Schaposchnikowa halbe vom unteren zum oberen Holm. Bisschen durchgeschüttelt bei der Landung beim Zuckerhara-Doppelsalto mit Schraube. Sonst war das gut, bis auf diesen kleinen Fehler, wo sie so einen Zwischenschwung einbauen musste. Robbie May, ihr Trainer in Stuttgart zusammen mit Guti Probst-Hindermann, ist natürlich zufrieden. Sie hat die beste Übung in Abwesenheit von Sophie Scheder
in petto. Und einige Highlights hat sie gezeigt. Der Hinterhof gegrätscht. Dran ist der Jägersalto gegrätscht, von dem wir hier noch ein bisschen was sehen. Bückumschwung, ganze Drehung und dann ein bisschen unsanfte Landung, aber gut abgefangen. Und ein Strahlen bei Elisabeth Seitz, die erst gestern Abend im Abschlusstraining entschieden hat, dass sie überhaupt diesen Vierkampf bestreitet. Hat auch wegen Verletzungsproblemen nicht voll trainiert, vor allem am Boden und Sprung. 14.500, das ist natürlich, will man fast sagen, die beste Wertung an diesem Gerät bis hierhin und deshalb auch ganz klar Platz 1. In solche Höhen kann sie noch nicht vorstoßen, Michelle Timm, die noch dabei ist, sich zu finden. Der Trainer hat gesagt, die ersten 3 Monate in Stuttgart, da geht es erstmal darum, glücklich zu werden. Dann 3 Monate Stabilisierung und dann gehen wir an die Übungen ran, versuchen die besser zu machen. Da ist man gerade auf dem Sprung dazu. Ein paar kleine Gesundheitsprobleme kamen noch dazu, haben das Ganze ein bisschen erschwert. Eine Grippe, ein Schnupfen da, kann man nicht voll trainieren und eben nicht daran denken, mehr Schwierigkeiten einzubauen, was natürlich viel Arbeit, viel Elan erfordert. Kippt sie fast raus aus dem Handstand, gut gerettet. Wenig Schwung mitgenommen vom unteren zum oberen Holm. Und dann ein ungewöhnlicher Abgang, den man nicht so oft sieht. Nachher werden wir aber auch bei Pauline Schäfer sehen. Unterschwung, Salto vorwärts gestreckt mit halber Drehung von Michelle Timm. Die also ihre Heimat hier in Berlin verlassen hat für Marcel Nguyen und eben für die besseren Trainingsbedingungen, für mehr Leistungsdichte. Hat hier gearbeitet mit Steffen Gödecke. Aber in Stuttgart natürlich viel mehr Athletinnen, mit denen sie sich messen kann. Das war in Berlin nicht mehr gegeben. Deshalb auch der Wechsel. Und ihre Zeit kann kommen, bringt gute Anlagen mit. Und da dieser ungewöhnliche Abgang mit etwas größerem Hüpfer tief gelandet, der Unterschwung, Salto vorwärts gestreckt mit der halben Drehung. Wertung 12.700, also deutlich geringer als bei Elisabeth Seitz. Hängt mit dem D-Wert der Schwierigkeit zusammen, der nur bei 4,8 liegt. Und auch in der Ausführung hat sie da weniger Punkte gesammelt als Elisabeth Seitz, der die Übung sehr gut gelungen ist. Pauline Schäfer ist die Nächste. Und das ist das Gerät, an dem sie deutlich Boden verliert. Gegenüber Elisabeth Seitz, aber auch gegenüber Kim Bui. Einfach weil auch ihr Schwierigkeitswert nicht ranreicht. An die beiden Damen, die eben auch schon Edelmetall gesammelt haben. Kim Bui habe ich erwähnt, hier 2011 Bronze an diesem Gerät. Und Elisabeth Seitz in diesem Jahr Dritte bei der EM. Ihr Trumpf kommt nachher mit dem Schwebebalken. Hier muss sie jetzt sauber durchkommen, den Abstand nicht zu groß werden lassen. Pauline Schäfer. Ihr gelingt dieser Abgang etwas besser als Michelle Timm. Die spektakulären Flugelemente aber fehlen etwas bei Pauline Schäfer. Ein paar sind drin, immer noch schöne Übung gewesen der 20-Jährigen.
die seit 2013 in Chemnitz trainiert. Inzwischen hat sie fast ihre ganze Familie mit hingebracht. Der Bruder studiert inzwischen dort. Ihre jüngere Schwester Helene, die deutsche Jugendmeisterin, trainiert auch in Chemnitz. Also die Schäfers haben Chemnitz übernommen. Starten zusammen auch in der Bundesliga für Karlsruhe. Die beiden Schwestern. Und die Wertung 13.050. Auch hier der D-Wert, der Knackpunkt 4,8. Im Vergleich zu Elisabeth Seitz. Richtig Boden verloren, aber das war anzunehmen. Wenn Seitz so eine Übung abliefert, wie sie es getan hat. Und Kim Bui, die kann jetzt nachziehen, kann ebenfalls Pauline Schäfer hinter sich lassen. Sehr gute Europameisterschaft geturnt. Fünfte im Mehrkampf gewesen. Jahre alt inzwischen. Studiert nebenher technische Biologie. War zuletzt im Labor. Beschäftigt sich dort mit Tumorforschung, Zellveränderungen und danach immer noch ab ins Training. Sehr viel Disziplin, aber das ist ihre große Stärke. Kim Bui und sehr hoch der Zuckerhara-Abgang. Sauber und relativ souverän gelandet. Bisschen früher hätte sie aufstrecken können. Aber sehr hoch gewesen bei diesem Doppelsalto mit ganzer Schraube. Gingersalto gebückt, sofort in den Pack. Diesem Wechsel vom oberen zum unteren Holm zurück. Schaposchnikova heißt das, vom unteren zum oberen Holm zurück. Die Elemente ja benannt nach Turnerinnen und Turnern. In diesem Fall natürlich Turnerinnen, die sie zuerst geturnt haben, erfunden haben sozusagen. Und sofort geht die Vorbereitung los für diesen Balken, der das nächstes kommt, der so breit ist wie ihr Mobiltelefon zu Hause. 14.200, Platz 2 ist es. Wir schauen auf die Reihenfolge. Seitz vorne, ganz knapp dahinter, ein Zehntel Kim Bui, dann Pauline Schäfer und Michelle Timm schon mit etwas Abstand. Und wir schauen uns das genauer an, was gefordert ist. Am Barren, am Balken. 10 cm Platz, 1,5 Minuten Zeit. Elementar auf dem Schwebebalken, Präzision und viel Gleichgewicht. In ausreichender Höhe, mit maximaler Eleganz und möglichst ohne Wackler, muss die Turnerin gymnastische Sprünge, Flickflacks, Drehungen und Salti turnen. Pauline Schäfer zeigt das nach ihr benannte Element, den Schäfer-Salto. Zu große Pausen zwischen den Elementen führen zu Abzügen. Fällt die Turnerin vor dem Abgang vom Balken, gibt es einen Punkt Abzug in der Ausführung. Nirgends zerplatzt der Traum vom Sieg schneller als am Schwebebalken. Genau so ist es. Nervenstärke ist gefragt. Elisabeth Seitz hat die. Ein absoluter Wettkampftyp. Eine ungenannte Trainerin, sagte mir mal. Manchmal schafft die in der Halle im Training keine Kippe. Stellt so ein paar Zuschauer hin, dann turnt die wie ein Weltmeister. Wird richtig gepusht in der Wettkampfsituation. Manche haben damit ja auch Probleme. Bei Elisabeth Seitz ist es gerade andersrum. Sie blüht richtig auf, genießt es, hier das Geübte zu zeigen. Mit Ausdruck, mit Eleganz und Souveränität bislang. Schön die Drehung. Alle Athletinnen haben ein bisschen rausgenommen, was die Schwierigkeit angeht. Denn diese deutschen Meisterschaften, das sind zwar toll, weil hier 12.000
Zuschauer sind in dieser ausverkauften Halle beim Deutschen Turnfest. Aber sie passen nicht so richtig in den Zeitplan rein. Gutes Ende von Elisabeth Seitz, diese Übung. Mit dem Auerbach-Salto. Aber sie passen nicht so richtig in den Zeitplan rein. Anfang Oktober Weltmeisterschaften in Montreal. Eigentlich muss man jetzt ein bisschen rausnehmen nach der anstrengenden Saison bislang mit der Europameisterschaft. Ein bisschen Pause machen, das werden die meisten Athletinnen auch direkt nach diesem Wettkampf in Berlin machen. Mal ein bisschen Urlaub, mal ein bisschen Luft dran lassen. Und dann geht die Konzentration auf die Weltmeisterschaften in Kanada. Mit den Qualifikationswettbewerben, den internen der deutschen Mannschaft zuvor. Fünfmal ist sie deutsche Mehrkampfmeisterin geworden. Das ist Rekord im Moment mit einigen anderen Athletinnen zusammen. Heute, wenn sie tatsächlich es schafft, zum sechsten Mal deutsche Mehrkampfmeisterin zu werden, dann wäre sie alleinige Rekordhalterin, Elisabeth Seitz. So stark hat sie das Turnen geprägt. 13-4-0-0. Für die 23-Jährige aus Allusheim in der Nähe von Heidelberg, die inzwischen in Stuttgart lebt und trainiert. Michelle Timm. Wundern Sie sich nicht über den Musikeinsatz im Hintergrund. Da haben die Damen am Boden natürlich Vorfahrt, die ihre Auftrittsmusik, ihre Choreografie dort eingespielt bekommen. Der Balken läuft da musikalisch nebenher. Michelle Timm zeigt eine konzentrierte Leistung. Sie sagt von sich selbst, früher war ich ein kleiner Trampel, wurde von ihren Eltern zum Sport geschickt, um sich besser bewegen zu lernen. Das hat ganz gut geklappt. Gute Übung von Michelle Timm. Hat alles versucht als Kind, Ballett, Wasserspringen, sogar Fußball. Und beim Wasserspringen hat es deshalb nicht geklappt, weil es immer zu kalt war im Wasser. Da war die Turnhalle mollig warm. Sie sehen, was die Turnerin da, was Michelle Timm hier um die Füße hat, soll besserem Halt dienen. Auf diesem so schmalen Balken, auf dem sie sich aber mit kleinen Wacklern sicher bewegt, bis zum Abgang. Kleiner Hüpfer von Michelle Timm. Ihre Zeit kann noch kommen. Im Moment hat sie noch deutlichen Rückstand. Was die Punkte angeht zu Elisabeth Seitz. Auch zu Kim Bui und Pauline Schäfer. In den Kampf um die deutsche Meisterschaft wird sie nicht mit eingreifen können. Auch wenn sie im Moment noch auf Platz 2 liegt. 12,750 für Michelle Timm. Und jetzt freuen wir uns auf die Übung von Pauline Schäfer. WM-Dritte, wie gesagt, gewesen an diesem Gerät. Bei Olympia hat es nicht gereicht fürs Finale, war sie traurig. Und
und das muss jetzt ihr Trumpf sein. Will sie diesen ersten Mehrkampftitel hier gewinnen? Sehr stark. Und der Schäfer-Salto, auch der passt sehr souverän. Schön gerade gezogen. Bisschen lange Pause zwischen den beiden gymnastischen Sprüngen. Das sollte flüssiger gehen, um Verbindungsboni zu bekommen. Aber könnte noch gereicht haben für Pauline Schäfer. Und die Konzentration auf den Abgang, der passt für Pauline Schäfer. Kommt ja aus einer sportlichen Familie. Die Mama war Vize-Europameisterin im Polizei-Fünfkampf. Fragen Sie mich nicht, was das ist. Das bei Pauline Schäfer natürlich nicht die allerschwerste Übung. Sie kann es noch besser, man mag es kaum glauben. Doppeldrehung. Souverän. Und da haben wir diesen. Nein, haben wir noch nicht. Da haben wir erstmal noch ein anderes gymnastisches Element und dann der Abgang. Schäfer-Salto haben wir nicht nochmal gesehen. Der nach ihr benannt ist, den sie erfunden hat. Diesen Salto seitwärts mit halber Drehung. Wird es ein Duell zwischen diesen beiden? Pauline Schäfer gegen Elisabeth Seitz. Auf die Wertung kommt es an. 14-1, 5-0. 40-7, 5-0 Punkte. Damit liegt sie doch deutlich über einen halben Punkt hinter Elisabeth Seitz vor dem letzten Gerät, das ist schon klar. Und wo sortiert sich Kim Bui ein? Wird hier ein bisschen federn lassen müssen. Aber die Stabilität, die Konstanz, das ist ihre große Stärke, das ist ihr großer Trumpf. Trainiert, fleißig wie eine Nähmaschine, hat die Bundestrainerin mal gesagt. Einfachdrehung. Oh, da muss sie kämpfen. Und rettet sich mit ihrer Erfahrung. Sagte mir, sie ist total kaputt eigentlich vor diesem Wettkampf. Nach der langen Saison, nach der Europameisterschaft, nach der Belastung durchs Studium nebenher.
Denn natürlich ist im deutschen Frauenturnen, überhaupt im deutschen Turnen, nicht so viel Geld zu verdienen wie etwa in den USA, wo die Athletinnen Vollprofis alle sein können und bei Erfolg, bei Olympia etwa fürstlich verdienen. Hier ist Sporthilfe angesagt. Die liefert einen tollen Beitrag. Aber man muss eben schauen, was ist nach der Karriere. Deshalb muss man auch Studium im Zweifel und den Leistungssport unter einen Hut bekommen. Wie im Fall von Kim Bui. Bei Pauline Schäfer und bei Elisa ist das anders. Die sind bei der Bundeswehr. Kim Bui 12.600, Platz 3 vor dem letzten Gerät, dem Boden. Auf 12 mal 12 Metern fällt die Entscheidung. Die leicht federnde Bodenfläche muss komplett betont werden. Gymnastische Elemente wie Spagatsprünge sind ebenso gefordert wie spektakuläre Akrobatikbahnen. Auch der künstlerische Ausdruck wird bewertet. Musik, Choreografie und die Persönlichkeit der Turnerin in Einklang bringen, das ist die Zielsetzung am Boden. Wenn eine Turnerin die Bodenfläche verlässt, gibt es eine Strafe von maximal 0,5 Punkten. Und das Setup vor diesem Finale könnte nicht idealer sein. Elisabeth Seitz geht als Letzte ans Gerät und geht auf die Bodenfläche. Die Führende, wir beginnen mit Michelle Thiem. Rückstand zu groß, um hier noch was zu reißen. Fast 2,5 Punkte sind es zu Elisabeth Seitz. Es geht darum, hier noch eine saubere Übung zu liefern. Wahnsinnig viel Energie. Nach der ersten Akrobatikbahn. Aber vor den Auslinien gestoppt. Da gibt es ja Abzug, wenn man raustritt aus dieser Bodenfläche über die weißen Linien. Die Choreografie geht mit rein in die Wertung, wird mitbewertet im Gegensatz zu den Männern. Oh, und auch da muss sie zwei große Schritte machen, Michelle Thiem, aber auch sie vermeidet auf dieser Bahn das Raustreten aus der Fläche. Abzüge gibt es natürlich trotzdem für die großen Schritte. Doppelsalto gehockt. Um hier das abzuschließen, diesen guten Wettkampf von Michelle Thiem, 50,9 Punkte, vorübergehend die Führung mit dieser 11,950. Die Entscheidung fällt aber jetzt mit Pauline Schäfer, mit Kim Bui und mit Elisabeth Seitz, wer hier deutsche Mehrkampfmeisterin der Frauen wird. Ganz neue Übung von Pauline Schäfer, neue Choreografie, neue Musik mit mehr Ausdruck. Hier eine Premiere. Vielleicht eine Premiere, auch der erste Titel, das ist die Frage. Aber dann muss alles passen bei dieser Übung. Elisabeth Seitz gerade kurz zu sehen gewesen, die sich genau anschaut, was Pauline Schäfer zeigt. Sind sehr gut befreundet, die beiden. Teilen sie auch öfter mal das Zimmer. Ja, da fällt sie raus bei diesen Doppeldrehungen, die aneinander hängen. Bei der ersten haben wir es nicht so deutlich gesehen.
Doppelbück, Doppelseite rückwärts gebückt, steht sie ganz sicher. Ah, und auch bei der Vierfachdrehung geht sie raus, die sie ja hinbekommt, diese Vierfachdrehung im Normalfall. Ob das reicht? Bin gespannt. Elisabeth Seitz, wie gesagt, hat ganz wenig am Boden trainiert. Erst gestern Abend entschieden, dass sie überhaupt turnt, diesen Vierkampf. Wird eine leichtere Übung zeigen. Doppelstreck. War super sauber von Pauline Schäfer. 13-1-5-0. Das wird ganz spannend. 50,900 Punkte. Wenn jetzt eine falsche Grafik, muss 53,9 heißen bei Pauline Schäfer. Dachte gerade, irgendwas stimmt nicht. Also 53,9, das ist die Marke, die im Moment zu knacken ist für die Führung nach vier Wertungen. Kim Bui. Auch sie mit diesem Doppelsalto gehockt, schöne Höhe. Das ganz sauber auf den Punkt geturnt. Und das Publikum geht hier voll mit. Tolle Atmosphäre. In der Max-Schmeling-Allee in Berlin. Und sie hat alles rausgehauen. Kim Bui, Doppelsalto, gebückt am Ende, auch auf den Punkt geturnt. Sie haben im Vorfeld diskutiert, ob man noch ein Zehntel Bonus bekommen soll, wenn man den Abgang in den absoluten Stand turnt. Den hätte sie vielleicht gekriegt, aber man hat sich dann dagegen entschieden, weil das die internationalen Wettkampfrichtlinien eigentlich nicht hergeben, die Wertungsvorschriften. Minimal nur die Korrektur. Klasse Wettkampf von Kim Bui, für das, dass sie total kaputt war. War es nicht so verkehrt. 13-0-5-0. Und die Grafik, die stimmt nicht. Da hat Platz 1 geleuchtet. Sie ist aber auf Position 2 hinter Pauline Schäfer. Und zwar um 0,45 Punkte. Jetzt Elisabeth Seitz. Was kann sie zeigen? Wie gesagt, wenig trainiert. Vor zwei Wochen überhaupt erst dran gedacht, dass man ja vielleicht doch den Vierkampf angehen könnte. Hat sich weitergebildet nach Olympia. War unter anderem mal kurz Kollegin auch. Hat ein Praktikum gemacht beim Fernsehen. Den Punkt geturnt. Klar ist an manchen Kleinigkeiten zu sehen, die Durchschlagssprünge vielleicht nicht ganz so hoch, der war schön, der war ein bisschen zu nieder. Da sieht man, dass noch der letzte Feinschliff fehlt an dieser Übung, aber sie nimmt das Publikum hier mit, begeistert, mit starker Choreografie, mit viel Ausdruck.
Und das wird jetzt eine ganz enge Entscheidung zwischen Pauline Schäfer und Elisabeth Seitz. Hingestellt, Eisberg nennen sie das intern, wenn man so top steht. Und es reicht für Elisabeth Seitz. Und zwar um 0,1 Punkte ist sie vor Pauline Schäfer. Zum sechsten Mal wird sie deutsche Mehrkampfmeisterin, alleinige Rekordhalterin. Die Glückwünsche von Guti Probst-Hindermann zu dieser fantastischen Leistung. Alle zusammen, tolle Show haben sie geboten. Elisabeth Seitz, Pauline Schäfer, Kim Buhl, tolle Aussichten. Auch auf die WM, die ja in 2 Jahren in Stuttgart stattfindet. Stuttgart2019.de, könnt ihr schon im Internet alles angucken. Da beginnt jetzt die Vorbereitung. Auch ganz langsam natürlich auch schon bei den Athletinnen, zumindest mit einem Auge draufzuschauen. Das wird sicher ein Highlight vor heimischem Publikum. Und wie schön das sein kann, vor heimischem Publikum zu turnen. Das hat man heute hier gesehen, vor so einer begeisternden Kulisse hier in Berlin, in der ausverkauften Halle. Und sie ist die strahlende Siegerin von Berlin, deutsche Meisterin im Mehrkampf, Elisabeth Seitz. Und ich glaube, sie ist bei Jesse Wellmer. Und ich bin mir sicher, Philipp Sommer, ich weiß es sogar, weil ich in die Augen schauen kann, sie strahlt immer noch. Herzlichen Glückwunsch, Elisabeth Seitz, zu diesem DM-Titel im Mehrkampf, zum 6. insgesamt. Sie haben gestern Abend erst entschieden, tatsächlich teilzunehmen, weil Sie ein bisschen angeschlagen sind. Ich hoffe, Sie bereuen es nicht. Ja, also teilnehmen wollte ich auf jeden Fall, aber eben nur am Balken und am Stufenbarren. Und ja, ich hatte aber im Training immer so ein bisschen Sprung und Boden auch gemacht und habe gesagt, bei so einer Kulisse, beim Turnfest dann eigentlich keinen Boden zu turnen, ja, es wäre schade, weil mir das so einen riesen Spaß macht, so ein bisschen die Leute zu entertainen. Und dann habe ich mich gestern Abend kurzfristig entschieden, habe gesagt, ich will einfach Spaß haben. Und den hatte ich auf jeden Fall. Und jetzt stehe ich hier und bin zum 6. Mal deutsche Meisterin im Mehrkampf und es war der 17. Titel insgesamt. Also ich bin überwältigt. Überlegen Sie, eine Galerie aufzumachen, um die ganzen Medaillen auch mal zu zeigen, um sie auch mal zu teilen? Also erstmal muss ich die selbst mal mir noch mal vor Augen legen und das erstmal realisieren, was ich da in den letzten Jahren geschafft habe, aber eben auch heute, weil das war schon wieder unglaublich und ja, ein bisschen sprachlos bin ich noch. Wie ist denn das? So oft haben Sie es ja auch nicht, vor 12.000 zu turnen. Es muss was Besonderes sein für Sie. Sie haben mit dem Smartphone abgefilmt, ne? Sie haben die Laola-Welle abgefilmt, haben wir beobachtet. Genau, also eben gerade deutsche Meisterschaften und das Turnfest ist sowas Besonderes. Ja, und dann die Max-Schmeling-Halle. 2011 wurde ich hier Vize-Europameisterin. Und einfach wieder hier zu sein, war toll. Und dann vor so vielen Zuschauern, die so mitgejubelt haben, die so mitgefiebert haben. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe immer noch Spaß hier, auch wenn die Leute gerade gehen. Ja, und wir hatten Spaß mit Ihnen. Wir danken sehr. Die 12.000 verlassen ganz langsam die Halle. Alle gucken noch hier große Massen überall. Alle wollen noch mal die Elli sehen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen noch eine gute Zeit hier in Berlin beim Turnfest. Danke.